Weiter geht's mit einer neuen erfreulichen Folge. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe noch nicht nachgeguckt, ich habe das jetzt eben gerade erst gesehen. Erstmal ein herzliches Willkommen und danke, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und zwar, Dario Colombo hat den Nachwuchsstar Award des Jahres bekommen. Und der spielt ja bei FC Annecy. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Aber er ist ausgeliehen und zwar von uns. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, wir gucken einmal nach. Können aber auch jetzt erstmal, wer den Ballon d'Or gewonnen hat, und es ist nicht anders zu erwarten, Kylian Mbappé. Aber wir merken uns jetzt einmal den Namen. Dario, Darius oder Dario Colombo hat den nämlich bekommen. Und ich bin der Meinung, der spielt bei uns. Gucken wir einmal schnell. Mannschaften, Teamzentrale. Und es ist Dario Colombo. Es ist unser Spieler, der den Award bekommen hat. Also, der wird erst zurückkehren bei uns im Juli, also nächste Saison. Der hat den Award ausgezeichnet bekommen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir so eine gute Nachwuchsentwicklung haben. Also, es scheint ein richtig talentierter Spieler zu sein. Wird auf jeden Fall irgendwann Tomasch ablösen bei uns dann. Neben Moukoko an erster Stelle stehen, ist ja klar. So, jetzt geht es aber erstmal gegen Augsburg im Viertelfinale. Das hier wird die Startformation sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Aber das sind doch mal richtig geile neue Nachrichten. Kick and Rush, also mit langem Bench mit Augsburg. Let's go. Ey, das freut mich gerade richtig, dass wir so gute Nachwuchsspieler haben, ne? Die muss ich auch auf jeden Fall mehr einsetzen. Wobei, Jung ist ja schon etabliert. Und auch Borchers als Beispiel haben wir schon zwei. Schröder, ja, hat jetzt ein paar Patzer gehabt, deswegen spielt West Tess auch erstmal. Aber mal gucken, wie das Ganze geht. Aber es scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Ich meine, du bekommst nicht umsonst eine Spieler des Jahres Auszeichnung. Das ist Wimmer. Ballgewinn. Stark. Tomasch mit der ersten Möglichkeit. Und den muss er machen. Den macht er. Tomasch macht ihn. Scheint jetzt auch auf einem guten Weg zu sein. Ich meine, das Tor in der Champions League letzte Folge, in der ersten, das erste Spiel, was wir da gesehen haben, fing es an. Gestern ja auch dann im letzten Spiel in der Liga. Und jetzt trifft er heute schon wieder. Also in jedem Spiel trifft er bis jetzt. Scheint richtig gut zu sein. 1 zu 0, Thiago Tomás, aber auch Wimmer eine gute Vorbereitung. Arbeitet auch wichtig mit nach hinten. Das war jetzt mal ein guter Ball. Jung passt da nicht richtig gut auf. Und das ist beinahe das 1 zu 1. Aber West Tess bleibt im Moment seit drei Spielen ohne Gegentor. Und das sind jetzt die langen Bälle, die ich meine, die Augsburg spielen will. Was? Eigentlich hatte den Demondi doch. Das verstehe ich jetzt nicht. Wichtig, gut gehalten. Oh, wieder so ein Fehler von Diaz. Uiui, wir machen uns gerade selber das Leben schwer. Jo. Das war ein Fehler von Diaz, glaube ich. Wieder mal. Der leistet sich jetzt ja, so ein bisschen vermehrt immer solche Fehler. Einmal nochmal kurz gucken. Aber ich glaube, er muss da zum Kopfball springen. Wiederholung kommt jetzt. Nee. Ja, okay, da kann man eigentlich, weiß ich nicht. Die Mondiva sah da jetzt auch nicht ganz so glücklich aus. Und Augsburg kommt hier zum Ausgleich. Also wir sind jetzt gerade irgendwie neben der Rolle. West Tess hat ihn. Augsburg jetzt hier besser. Augsburg ist hier deutlich besser. West Tess hat ihn. Gibt es jetzt hier nochmal einen Angriff? Hatto. Ne, der legt sich den Ball einfach zu weit vor. Und Abschluss. Der geht vorbei. 1 zu 1 zur Halbzeit. Dritte Halbzeit. Hä? Also, wieso passt der nach da? Das verstehe ich nicht. Dann habe ich wieder nicht gespielt eigentlich. Tell. Tell. Ah, was ist das?
What the fuck? Es ist jetzt rot? Wenn man bekommt rot, das gibt es nicht. Oh, gerade die rote Karte. Lofrom Meier. Der muss den machen. Also so eine Situation, das gibt es nicht. Es sei denn, wir kriegen jetzt hier nochmal einen guten Angriff. So, und das ist immer noch... Ey, es gibt es nicht. Wie soll das denn werden? So, Petit. Petit, komm. Oh mein Gott. Wichtig. Tell macht's. Tell macht es. 2:1. Und das in Unterzahl. Ganz, ganz wichtig. Wir wechseln es noch einmal schnell. Auch. Zwar jetzt sofort. Nehme ich euch auch einmal kurz schnell mit. Wir bringen jetzt nochmal für Kraus Emery. Für ein bisschen mehr Stabilität. Let's go. Jetzt einmal den Ball. Bitte bekommen. Und Augsburg muss natürlich jetzt aufmachen. Nein, ich sehe es schon kommen. Oh, Glück gehabt, Restes. Torwart ist mit vorne. Der ist auch verdammt groß. Oh, Dodgy, bitte. Nein, Tell. Und Schiedsrichter pfeift ab den Gewinn mit ein bisschen Dusel, 2:1. Tell schießt uns hier weiter ins Viertelfinale. So, jetzt geht's in der Liga gegen Leverkusen. Wir haben ein Heimspiel, sind jetzt auf Platz 5 vorgerückt durch die 2 Siege in Folge. Leverkusen ist 8. spielt also jetzt auch nicht gerade so eine geile Saison. Also, genau, das wird die Startformation, mit der wir jetzt reingehen werden. Und dann hoffen wir auf den nächsten Sieg. Vorbricht gucken wir uns natürlich auch an. Werner spielt Würz, Timber auch. Ja, wird ein schweres Spiel. Let's go. Es ist eng an der Spitze. Richtig eng. Alex Balde. Pino läuft weiter. Cherki wäre da. Abschluss. Oh, stark. Luis sieht, dass Pino da läuft. Und da ist Ryan Cherki. Er müsste den machen. Außenriss. Torwart ist aber da. Mit dem Eckball auf Moretti, der einfach mal abschließt. Warum denn nicht? Egal. Oh, stark, Mokoku. So, Petit. Petit. Da wäre komplett Pino. Oh, den nimmt er artistisch, aber schade. Versucht da den nächsten Angriff zu starten, können wir erstmal abwehren. Und jetzt Luis. Macht da irgendwann jemand einen Laufweg? Cherki. Cherki macht den Laufweg, muss abschließen. Ja, nächste Chance, aber dann doch relativ deutlich daneben. Eine Minute jetzt noch regulär. Ist aber ein munteres Spiel. Wieder so ein Ballverlust. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Glück für Leverkusen. 0:0 geht damit in die Halbzeit. Oh, stark. So, Thiago Tomasz. Kaminski. Muss es jetzt mal alleine probieren. Macht es gut und muss abschließen. Aber Mendina ist da. Hä? Achso, Götz geht auch nochmal raus. So, Pino, Eckball. Da ist Petit, aber der geht rüber. Ja, einfach nicht vom... Oh, West Test. Klasse Tat. Den habe ich auch schon drin gesehen, bin ich ganz ehrlich. Wäre, ja, was heißt unverdient? Ist eher jetzt wirklich so ein Unentschieden-Spiel. Beide Mannschaften ganz gut. War denn doch ein bisschen zu gut aufgepasst von Hatto.
Und da ist Pino. Abschluss. Ne. Oh, starker Ball. Pino. Er macht ihn. Einzelaktion. 1 zu 0. Es ist ein Arbeitssieg, wenn das so bleibt. Aber Bartacic, ich hoffe, ich spreche den Namen aus, mit einer richtig guten Vorbereitung. Sieht die Lücke und Pino ist halt gut drauf. 1 zu 0, drittes Saisontor für ihn. Oh, stark von Pino. Leverkusen halt jetzt weit aufgerückt. Pino. Oh, was? Hä? Ui, das war kein Abseits. Riesenaktion da. Aber es sieht hier, ja, es ist der 1-0 wichtige Arbeitssieg gegen Leverkusen. Es geht jetzt, die Formkurve geht nach oben. Der nächste Sieg, wir festigen damit weiter Platz 5. Gucken aber gleich natürlich nochmal auf die Tabelle, ist ja halt logisch. Ja, Leute, das war's wieder mit dieser Folge. Haben jetzt zwei Siege wieder eingefahren. Morgen geht dann wieder in der Champions League in der Rückrunde der Gruppenphase gegen Lech Posen. Wir können da auch nochmal schnell auf die Tabelle gucken. Also, oh, das ist sogar sehr, sehr spannend. Also, es ist ein Dreierkampf. Ajax hat gegen City gewonnen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir jetzt auf Platz 2. Ich glaube auch, dass die Tordifferenz, dieses 5 zu 0, uns richtig gut getan hat. Aber gegen City zählt halt der direkte Vergleich. Da sollten wir auf jeden Fall gegen Ajax Amsterdam gewinnen. Wir sehen uns denn morgen. Haut rein. Ciao, ciao.